Es kann sehr gut sein, dass wir uns in einem neuen Religionskrieg befinden, nur dass dieses Mal nicht Katholiken gegen Protestanten antreten, sondern zum Beispiel rechts gegen links, konservativ gegen woke, wie auch immer man die beiden Seiten benennen möchte. Das Kampfesfeld ist auch ein anderes, es ist eher die Innenwelt und die Sprache. Und NLP könnte nach meiner Meinung an dieser Stelle sehr viel beitragen im Sinne von die beiden Parteien zusammenzubringen und Frieden zu stiften. Weltfrieden mit NLP. Lass dich überraschen, dass es heute diesen Podcast gibt. Und jetzt kommt erstmal der Jingle. Heute ist Dienstag, der 30. April 2024, und dies ist Folge Nummer 113 im Podcast von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin, dem Podcast über Modeling und NLP. Dieser Podcast erscheint normalerweise am Dienstag als Audio-Newsletter, inzwischen verschränkt mit dem geschriebenen Newsletter, der immer samstags erscheint. Den bekommst du unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Da kannst du dann auch einiges von dem nachlesen, was ich hier sage, und erfährst auch jedes Mal ganz frisch, wenn ein neuer Podcast rauskommt. Diesen Podcast findest du immer und auch alle bisher erschienenen auf www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, Apple Podcasts und vielen anderen Podcast-Plattformen und viele Podcasts auch auf YouTube. Das mache ich erst seit einiger Zeit. Wie gesagt, aktuell immer im Newsletter. Und heute geht's um NLP im Religionskrieg. Viel Spaß beim Zuhören. Diesen Podcast gibt es jetzt seit ein paar Jahren, und nachdem es halt ein Podcast ist und nur Audio, fand ich es bis jetzt nicht naheliegend, den auch auf YouTube zu veröffentlichen, was ich seit ein paar Wochen mache und was sich als eine dramatische Veränderung in der Geschichte dieses Podcasts herausgestellt hat. Es sind zwar nicht viele Leute, die ihn auf YouTube hören, es ist ungefähr ein Zehntel meiner Hörerschaft, aber es gibt Kommentare. Und aus diesen Kommentaren ergaben sich zum Teil E-Mail-Wechsel hin und her, und das Ganze ist sehr anregend, sehr anregend. Deswegen möchte ich heute auch damit beginnen, dass ich zwei Stellen aus den Podcasts zitiere. Dann mache ich wieder weiter, wie schon die letzten Male, dass ich mich an dem schriftlichen Newsletter entlanghangele, der im Augenblick über NLP-Verschwörung und Manipulation, NLP-Verschwörung und Wahrheit geht, Manipulation im Hintergrund hat. Wir werden Spiral Dynamics streifen, und ich werde dir meine These darstellen, dass wir uns möglicherweise in einer Art neuem Religionskrieg befinden. Denn das könnte die Vorlage sein, wie wir einiges befrieden, was im Augenblick vielen Leuten als Streit, und zwar als unnötiger und vielleicht sogar stellenweise gefährlicher Streit erscheint. Das sind die Themen heute. Ich bin sehr gespannt, wie wir mit der Zeit hinkommen, aber es hat ja bis jetzt auch immer irgendwie geklappt. Ich fange mal an mit Kommentaren und E-Mail-Wechseln, die ich zu den letzten beiden Podcasts 111 und 112, die Antimanipulationstechniken und mehr Antimanipulationstechniken, bekommen habe. Da hat sich mit einem Hörer ein sehr spannender Dialog ergeben. Das fing an mit Jordan Peterson und dessen politischer Positionierung. Da wird auch der zweite Kommentar gleich drum gehen, den ich dir vorlese. Jedenfalls hat mich da ein Hörer gefragt, wie ich denn zu Jordan Peterson stehe und wie ich dazu komme, zu Jordan Peterson. Und ich habe das Ganze erklärt. Und diese Erklärung kam wohl gut an und führte dann dazu, dass ich als Antwort den Satz bekam, ich zitiere jetzt: Kam ich final zu der Erkenntnis, dass du keine rechten Filter hast, und mein Herz ist wieder beruhigt. Das fand ich spannend. Dann habe ich natürlich zurückgeschrieben, ob er im anderen Fall auch geschrieben hätte: Kam ich final zu der Erkenntnis, dass du keine linken Filter hast, und mein Herz ist wieder beruhigt. Da hört man nach meiner Meinung schon diese Bedeutung, die wir vielfach links und rechts geben, wo du ja vermutlich merkst, dass ich da im Augenblick mir wirklich einen Auftrag akquiriert habe, diese Worte auszugleichen,
sodass der Satz Ich bin links und ich bin rechts, dass diese beiden Sätze mit der gleichen entspannten Haltung gesagt werden können, weil so wie ich die Welt gerade wahrnehme, kann man sehr entspannt sagen, ich bin links und man muss sich vorsehen, wenn man sagt, ich bin rechts. Und das halte ich nicht für gut. Wir hatten jetzt am Wochenende in der praktischen Ausbildung das Kapitel Teilearbeit, also Umgang mit Persönlichkeitsteilen, mit inneren Wesenheiten, die wir im NLP halt annehmen. Das ist ein Modell. Ich habe mal in einem Newsletter geschrieben, NLPler sind ein lustiges Völkchen. Wenn die in sich irgendwas entdecken, malen sie ein Gesicht drauf und reden damit. Und wenn man dann so was macht wie den Six-Step-Reframe, eine altehrwürdige NLP-Technik von Milton Erickson modelliert, da geht es darum, mit inneren Anteilen zu kommunizieren, die man am Anfang echt doof findet. Also es ist eine NLP-Technik, die zum Beispiel sehr gerne gemacht wird für irgendwelche Gesundheitssymptomatiken. Und nehmen wir mal an, das ist irgend so eine Art Teil, ich hoffe, du hörst die Anführungszeichen, weil das ist ein Modell. Das ist so ein Teil, der dich zum Beispiel zum Rauchen zwingt oder der irgendwie einen Juckreiz verursacht, sowas in der Richtung. Und normale Leute wollen diesen Teil einfach loshaben. Sie wollen ihn weghaben und dann kommen sie zum Therapeuten und oder zum Coach und dann fragt man die Klienten, was wünschen sie sich? Und die normale Antwort ist, mach das weg. Sodass man manchmal das Gefühl hat, die wollen keinen Coach, die wollen einen mentalen Auftragskiller. Dass man dann zu dem inneren Teil geht und den wegmacht. Und es ist selbstverständlich klar, dass aus der Position dieses inneren Anteils gehört, führt das bestenfalls dazu, dass dieser Teil die Pobacken zusammenkneift und die Muskeln anspannt und sagt, mich bekommst du nicht weg. Widerstand macht Widerstand. Das ist dieses gleiche Bild, was Paul Watzlawick in seinem Buch Wie wirklich ist die Wirklichkeit drin hat. Da sieht man spiegelglatte See und ein kleines Segelboot und auf beiden Seiten des Segelboots hängt sich einer weit raus und sagt, ich muss das Boot stabilisieren, denn wenn ich damit aufhören würde, dann kippt das Boot ja um. Und Watzlawick sagt, naja, im Grunde könnten die beide einfach aufhören mit dem Quatsch und könnten in das Boot rein und die Schifffahrt, also einfach ganz normal genießen. Oder ein anderes Beispiel, was ich gerne im Seminar nehme, ich bitte die Leute, ihre Handflächen aneinander zu halten und dann mit der rechten Hand ganz doll gegen die linke Hand zu drücken und dann machen die das und dann frage ich die, was passiert denn eigentlich, wenn die rechte Hand gegen die linke Hand drückt mit der linken Hand? Denn das Lustige ist, dass wenn die Leute das machen, sie legen die Hände vor dem Körper zusammen und sie drücken mit der einen Hand gegen die andere Hand, dann bleiben die Hände an dieser Stelle, weil natürlich sofort die andere Hand Gegendruck aufbaut. Wenn wir also diesen Six-Step-Reframe machen in der Persönlichkeitsarbeit innerhalb der Persönlichkeit, dann geht es darum, diesen Teil zu integrieren und seine gute Absicht zu sehen und das, was er dazu beitragen kann. Und je länger diese Teile nicht gehört worden sind, umso knurriger und widerständiger und manchmal auch wirklich sehr misslaunig werden die. Trotzdem, wir kriegen sie nicht los, weil es sind Teile von uns selbst und es ist wirklich nicht empfehlenswert, innere Teile abzuspalten, absichtlich und bewusst. Deswegen wird sich damit versöhnt und die Teile werden integriert. Und schon von Robert Dills aus den späten 70ern, frühen 80ern, irgendwie um den Dreh, ist die Idee, dass man so ein Six-Step-Reframe natürlich auch eine Ebene höher machen kann, dann also nicht im Rahmen einer Persönlichkeit, sondern zum Beispiel im Rahmen einer Gruppe. Und Dills brachte damals das Beispiel, habe ich bei ihm gelesen, von einem Gruppen-Six-Step und er bringt das Beispiel eines Teams im Business, so vielleicht 10 Leute, und da gibt's einen in dem Team und der macht Stress, der macht Schwierigkeiten, der macht einfach den anderen das Leben schwierig, der macht das denen das Leben zur Hölle. Und was macht man jetzt mit dem? Man kann versuchen, ihn rauszukriegen. In vielen Fällen klappt das nicht. Na, Dills empfohlen, man könnte doch mit dem so eine Art Six-Step machen, dass man einfach mal rausfindet, was ist dessen gute Absicht, wofür ist sie da, was will der und ihn in das Team integrieren. Das nennt man dann Gruppen-Six-Step. Noch eine Ebene höher geht Marshall Rosenberg natürlich so vor in gewaltfreier Kommunikation, wo er auch davon ausgeht, dass jetzt, ich sag's mal auf NLP, hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steht. Und er will den Leuten Empathie geben und rausfinden, was wollen die Gutes, das ist ja die Grundidee des Humanismus, des humanistischen Weltbildes,
und das irgendwie integrieren. Ja, und wenn du noch einen Schritt weiter gehst, dann kann man sagen, das könnte man mit der AfD und den AfD-Anhängern eigentlich auch machen. Und an dieser Stelle siehst du, dass es bei vielen Leuten, die sogar aus der humanistischen Psycho-Mentalszene kommen, sich da plötzlich ändert, so nach dem Motto, ja, wir sind definitiv offen, tolerant, integrierend, divers, außer bei solchen Leuten. Und ich glaube halt, das klappt nicht. Also ich glaube, dass das unabhängig von der Frage, ob es wünschenswert wäre, was ich auch verneinen würde, ich würde sagen, es ist nicht wünschenswert, ist es einfach nicht möglich, weil Druck erzeugt Gegendruck und Widerstand erzeugt Widerstand. Und man sieht es ja, das Einzige, was passiert ist, dass das, was man versucht zu unterdrücken, wird stärker. Siehe C.G. Jung, Schattenarbeit. Und drum beschäftige ich mich seit langem und das jetzt auch im Hinblick auf das Erlebniswochenende mit der Frage, wie kann man denn diese beiden Seiten miteinander ins Gespräch bringen? Ich hatte dazu letzte Woche spannende Gespräche mit Freunden, Bekannten, Teilnehmern, Kollegen und kam eigentlich zu dem Ergebnis, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht, weil, und da muss ich sagen, da hat mir auch sehr die Augen geöffnet, dieses lange 6,5-stündige Interview mit Thilo Jung und Maximilian Krah, was es ja auch hier auf YouTube gibt, was du vielleicht auch gehört hast. Also ich glaube, du hast es wahrscheinlich nicht gehört, weil die wenigsten Leute nehmen sich 6,5 Stunden oder wenn man es im schnelleren Tempo hört, 3 oder 4 Stunden, um das anzuhören. Ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht gemacht, wenn es mir um die Inhalte gegangen wäre, weil inhaltlich fand ich es größtenteils langweilig. Es kommt auch zu wenig Inhaltliches drin vor. Aber ich fand es auf der Metaebene, auf der Ebene von Gesprächskultur und Gesprächsführung, fand ich es ungelogen. Ich fand es spannend wie einen Krimi. Und beim Hören war natürlich auch meine Frage, warum machen die beiden das? Was wollen die eigentlich? Ich meine, naiv und blauäugig, wie ich bin, war meine erste Idee. Die wollen sich verstehen. Diese Idee habe ich nach wenigen Minuten begraben. Es ist ziemlich klar, dass die sich nicht verstehen wollen. Es geht, glaube ich, natürlich beiden, oder sagen wir es mal andersrum, was beide auf jeden Fall davon profitiert haben, ist ein enormer Zuwachs an Publicity. Es war, soweit ich weiß, in dem Kanal von Thilo Jung als bei Jung und Naiv, das längste Gespräch auf jeden Fall, was er hatte, und ich glaube auch eines der erfolgreichsten, der meistgeklickten, und auch Maximilian Krah wird sich nicht über mangelnde Popularität und Publicity beschweren können. Ich habe dann hinterher noch einiges auf der Metaebene über das Gespräch mir durchgelesen und angehört. Es gibt auch auf dem Kanal von Jung und Naiv dann 2 Tage später ein Video, wo im Rahmen eines 3,5-stündigen Podcasts es ungefähr 1,5 Stunden um so eine Auswertung auf der Metaebene über das Gespräch geht. Und ich fand es ja toll, auch wenn es jetzt nicht überraschend war. Also die eher Rechten sagen, Krah hat gewonnen und die eher Linken sagen, Thilo Jung hat gewonnen. Und jemand wie ich sagt, was genau ist in dem Zusammenhang eigentlich gewinnen? Also wie würde man das eigentlich definieren, was gewinnen in so einem Gespräch ist? Und was war möglicherweise das Ziel dieses Gesprächs? Und mir geht es ja so, wenn ich so ein Gespräch höre, dann erwacht in mir sofort der Coach und ich stelle mir innerlich sofort vor, wie würde ich den beiden, also Jung und Krah, was würde ich mit denen machen, wenn die zu mir ins Coaching kämen und sagen, du Ralf, ich hatte dieses Gespräch, ich bin damit ganz zufrieden, aber da muss doch noch mehr gehen. Welche Tipps kannst du mir geben? Und ich überlege mir gleichzeitig auch, wenn ich die konkreten Positionen von den beiden hätte, also wenn ich am Tisch sitzen würde auf der einen oder anderen Position, wie würde ich dann das Gespräch führen, mit oder gegen dem anderen, der mir gegenüber sitzt? Und für all diese, in dem Fall 4 Fragen, ist immer die grundlegende Frage natürlich ganz am Anfang, ja, was will ich eigentlich? Also worum geht es mir eigentlich? Was möchte ich damit bezwecken? Und wie gerade schon gesagt, der Gedanke, sich zu verstehen, glaube ich, den können wir einfach ein Häkchen dran machen. Darum geht es definitiv nicht in so einem Gespräch. Also verstehen wollen die beiden sich nicht. Auch selbst wenn sie es behaupten würden, muss man das, ne, also kann man vergessen, dass sie sich mögen und wertschätzen. Oho, das nehmen wir auch einfach direkt weg. Das wird natürlich auch nichts, dass die sich mögen und wertschätzen. Also worum geht es dann? Dass sie sich überzeugen?
Das ist ja noch komplett albern. Also ich glaube, das wissen beide, dass sie ihren Gegner in diesem Gespräch nicht überzeugen. Vielleicht geht es mehr um das Publikum. Das könnte schon eher was sein, dass sich beide überlegen, da hören ja nun oder schauen ja nun ganz viele Leute zu und vielleicht kriegen wir die ein wenig auf unsere Seite. Und in dem Meta-Podcast ging es dann nochmal um die Frage, was war eigentlich die Gesprächsform von diesem Kra-Jung-Gespräch? Und da hatten sie erklärt, dass es eben kein Streitgespräch sein sollte. Also sollte nicht so sein, dass Thilo Jung eine bestimmte Position vertritt und Kra vertritt eine andere Position und die beiden streiten sich darüber oder debattieren darüber, sondern es war ganz klar gedacht als ein Interview. Wo, und da wird es ein bisschen diffus, ich würde mal behaupten, Kra erforscht werden sollte, kennengelernt werden sollte. Aber jetzt kommt die Frage, die Rechten eine Plattform geben. Und ich habe dann überlegt, welche Form oder an welche Form erinnert mich das? Und jetzt in einem neutralen Sinne würde ich sagen, es erinnert mich am meisten an eine Anklage, an ein Gerichtsverfahren. Sodass im Grunde einer wie Thilo Jung dort den Ankläger vertritt. Das heißt, er hat eine bestimmte These. Das merkt man sehr deutlich, dass er eine These hat gegenüber Maximilian Kra, dass er nämlich ein Böser ist. Ich komme gleich drauf, warum das Wort eine Rolle spielt in dem Fall. Und dass er ihn enttarnen und überführen möchte. Und das Publikum wäre dann auf der Position der Richter oder der Jury und sollte die Entscheidung treffen. Und ich finde, das ist eine Gesprächsform, die ist absolut berechtigt. Sowas kann man durchaus machen, dass man einfach sagt, ich möchte hier einen Beweis führen, dass mein Gesprächspartner oder Gegner halt einfach einer bestimmten Meinung schuldig ist. Die eine Kleinigkeit, die mich daran stört, ist, dass normalerweise hat beim Gerichtsverfahren der Angeklagte auch eine Chance auf eine Verteidigung oder zumindest die Chance, mal seine Position darzustellen. Das war für mich eigentlich das, was ich an dem Gespräch am meisten vermisst habe, dass es gegen die Position von Maximilian Kra ging, ohne dass er in meiner Welt überhaupt eine Chance hatte, diese Position verständlich darzustellen, wobei ich weiß, dass gerade in der linken Blase sich darüber aufgeregt wurde, dass er viel zu viel Gelegenheit hatte, seine Position darzustellen. Und ich glaube, du merkst schon, worauf ich hinaus will. Es sieht so aus, als wäre es schwierig bis unmöglich, zwischen den beiden Seiten noch irgendeine Art von Verständnis herzustellen. Und ich kann dir auch erklären, warum. Ich habe mir das Gespräch wirklich sehr aufmerksam mit NLP-Ohren angehört. Ich habe auf Metaprogramme geachtet, auf Timelines geachtet. Ich habe auf Glaubenssätze geachtet, auf verbale und nonverbale Signale, auf Stimmklangveränderung, auf Tempo, auf Rhythmus, also auf diese ganzen Sachen, wo man halt als NLPler darauf achtet. Deswegen habe ich mir es auch nur in 1,3-fachen Tempo angehört, was für mich ein sehr gemütliches Tempo ist. Und am Ende, wenn dann Hans übernimmt, sogar in einfachem Tempo. Und obwohl ich spannend fand wie ein Krimi, wurde mir doch immer, ich will nicht sagen unwohler, aber meine Prognose über das, was wir sind, wurde immer trüber, weil ich dachte mir irgendwann, wenn die beiden wirklich ein Gespräch führen wollen, täten, nicht unbedingt eins, wo sie sich verstehen, aber eins, wo eine vernünftige Anklage mit einer vernünftigen Verteidigung möglich wäre zu formulieren, dann müssten sie eigentlich erstmal bei ganz vielen einzelnen Worten anfangen zu klären, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Und an dieser Stelle denkt man sich natürlich, ach du liebe Güte, also wenn jetzt wirklich Konfliktparteien in unserer Gesellschaft an dieser Stelle einsteigen, dass sie sich über Worte klar werden müssten, dann hat man das Gefühl, der Berg ist aber groß. Weil da hat Paul Watzlawick in den 60er Jahren dann schon in seinen Büchern, zum Beispiel Wie wirklich ist die Wirklichkeit, über Konflikte und deren Möglichkeit, das zu klären, gesprochen und halt gesagt, damit ein Konflikt überhaupt klärbar ist, ist es so, dass eigentlich beide Konfliktparteien überwiegend Dinge teilen müssen. Also ein Konflikt im eigentlichen Sinne ist eigentlich nur dann möglich, wenn die zu 80, 90% übereinstimmen und sich bei 10% streiten.
Und er brachte damals in seinem Buch, das, wie gesagt, 60er Jahre, das Beispiel, dass nach irgendwelchen Statistiken die wenigsten Banküberfälle gab es wohl damals bei türkischen Banken in Deutschland, weil die deutschen Bankräuber befürchteten Sprachprobleme. Und dann meinte Watzlawick, das ist halt doof, du willst eine Bank überfallen und fuchtelst da mit einer Pistole rum und bekommst einen Redeschwall in einer fremden Sprache, die du nicht verstehst. Das heißt, ein Konflikt braucht erstmal eine gemeinsame Sprache, damit ich mich überhaupt über einzelne Punkte streiten kann. Und Sprache ist ja im NLP eine Landkarte, die ein bestimmtes Gebiet darstellt. Das heißt, damit wir uns auf eine sinnvolle Art streiten können, brauchen wir eine gemeinsame Landkarte. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mir dieses Kra-Jung-Interview angucke, die gibt es nicht mehr. Oder jedenfalls nicht auf der Ebene, wo die beiden sie suchen. Und jetzt kommt zum Glück Spiral Dynamics und da werde ich dir gleich erklären, wie nach meiner Meinung das Ganze vielleicht doch zu einem glücklichen und harmonischen Ende geführt werden kann. Aber vorher auch als Überleitung zu Spiral Dynamics nochmal, wie das weiterging mit meinem E-Mail-Wechsel mit diesem Hörer, der mir halt das geschrieben hat, kam ich final zu der Erkenntnis, dass du keine rechten Filter hast und mein Herz ist wieder beruhigt. Das finde ich so spannend, ohne jetzt diesen Satz zu überinterpretieren, dass er von einem beruhigten Herzen schreibt, wo natürlich der Spiral Dynamics geschulte NLP-Blick grün hört. Und ich habe dann halt zurückgefragt, wie es denn da so kommt. Und er hat mir dann eine Antwort zurückgeschrieben, vor der ich nur allerhöchsten Respekt haben kann, die ich also wirklich sehr wertschätze, dass jemand das so klar auf den Punkt und ehrlich formuliert. Er hat dann geschrieben, einem rechten Podcast zuzuhören und dass mir der auch noch gefällt, würde auf allen oberen logischen Ebenen zur Verwirrung führen. Und das finde ich einen großartigen Satz, weil da jemand genau das merkt, worum es geht. Nämlich sich auf ein, in dem Fall muss man ja sagen, vermeintliches, weil er jetzt dann zur Überzeugung gekommen ist, ich habe keine rechten Filter, aber der Gedanke zu merken, ui, das gefällt mir, das wäre also Herz und Gefühl, also grün. Dann aber von der Landkarte her und von der Einordnung zu sagen, das ist aber rechts, was ja eher so ein blau-orangener Filter ist, das würde halt, wie er schreibt, auf allen oberen logischen Ebenen zur Verwirrung führen. Dann geht der Text ein bisschen weiter und dann kommt der Satz, und ja, irgendetwas in mir glaubt an Gut und Böse. Das kommt in diesem Zusammenhang, wo natürlich schon dann klar ist, okay, rechts ist böse, links ist gut. Und da wird Spiral Dynamic-mäßig sehr interessant, weil, also wenn du das Modell von Spiral Dynamics nicht kennst, was wirklich ein Verlust wäre, das nicht zu kennen, weil es ein super spannendes Modell ist, dann empfehle ich dir, dass du 3 Podcasts von mir dazu anhören kannst. Das müssen die Nummern 62, 63, 64 sein. Ich werde die unten verlinken. Die gibt es nicht auf YouTube. Da habe ich 3 Stunden in das Modell eingeführt. Das ist ein sehr, sehr spannendes Persönlichkeits- und Menschheitentwicklungsmodell von Claire Graves aus den 40er, 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt. Und ich könnte mir ja mein Leben nicht mehr vorstellen ohne Spiral Dynamics. Es ist eines von meinen 3 großen Welterklärungsmodellen. Also das erste ist NLP und die logischen Ebenen des NLP von Robert Dills. Das zweite ist die Psychografie und auch ELP von Dietmar Friedmann. Und das dritte ist Spiral Dynamics von Claire Graves, Don Beck und Kurt Cohen, mit denen man Dinge erklären kann. In dem NLP-Modell der logischen Ebenen geht es eher darum, dass man eine Persönlichkeit, einen Menschen versteht mit dem Blick nach innen auf internale Repräsentationen, Wacock nennen wir das im NLP Submodalitäten, also inneres Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken. Wenn es dann geht es über die Glaubenssätze und Werte in die Persönlichkeit. Wenn wir dann die Persönlichkeit und die Persönlichkeiten angucken, könnte man von dort aus eine Verknüpfung machen zur Psychografie, wo es halt dann um Erkenntnistyp, Beziehungstyp und Handlungstyp gibt, die 3 Grundtypen, die halt in den 3 Bereichen, Beziehungsbereich, Erkenntnisbereich und Handlungsbereich, jeweils gut zu Hause sind. Das ist für mich die Verknüpfung von der logischen Ebene 5, Identität, wenn man irgendwann versteht, dass
andere Menschen wirklich anders sind. Also nicht nur ein bisschen anders, sondern richtig krass, total, absolut anders. Also viel mehr anders, als man sich das jemals geglaubt hätte. Oder in den Worten von Dietmar Friedmann, die ich sehr schätze, dass man in der Psychografie irgendwann versteht, es gibt Menschen, die sind mir viel ähnlicher, als ich das jemals geglaubt hätte. Das sind nämlich die, die dem gleichen Typ angehören. Und es gibt andere Menschen, genauer gesagt 2/3 andere Menschen, die sind so viel anders, als ich das bin, dass das auch mein Denken sprengt. Trotzdem bewegt man sich in dem Modell, also in Psychografie und ELP, immer noch innerhalb einer Zugehörigkeit einer Gruppe von Menschen, die die Welt im Großen und Ganzen gleich sieht. Wenn man dann noch eine Ebene höher geht in Richtung Spiral Dynamics oder Graves Value System, das würde ich auf der Ebene 6 der Zugehörigkeit im NLP-Modell einhängen, dann geht es darum, dass man irgendwann versteht, dass es Gruppen von Menschen gibt, Kollektive, in denen es dann wieder Erkenntnistypen, Handlungstypen und Beziehungstypen gibt. Also es gibt Gruppen von Menschen, Kollektive, die sich so dermaßen absolut unterscheiden, dass wir eigentlich von Aliens ausgehen können. Also dass da vielleicht das besser passt, was mal irgendwann dieser locker flockige Buchtitel war, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus, dass man das Gefühl hat, die Leute kommen von anderen Planeten. Und es sind wirklich ganz unterschiedliche Werte und Wahrnehmungssysteme. Und was in unserer heutigen Zeit im Grunde eine Rolle spielt, dieses Modell geht durch eine nach oben offene Anzahl von Ebenen. Also man geht davon aus, die Menschheit entwickelt sich weiter. Es ist farblich benannt, also es beginnt mit beige, purpur, rot, blau, orange, grün, gelb, türkis und so weiter und so fort. Musst du dir nicht merken, dafür gibt es einen Podcast. Die ersten 3 Stufen, beige, purpur und rot, da kann man sagen, das ist in den letzten Hunderttausenden von Jahren abgehandelt worden und spielt in unserer heutigen Welt wahrscheinlich nicht mehr so eine große Rolle. Also du kannst davon ausgehen, dass Menschen, mit denen wir hier in unserer Gesellschaft zu tun haben, die kann man mindestens blau ansprechen. Deswegen ist, um das zu verstehen, worum es heute geht, wichtig, es ab blau zu sehen. Blau, orange, grün und gelb. Und jede von diesen Stufen hat eine bestimmte Art, die Welt zu unterteilen. Und auf blau geht es um die Frage richtig und falsch. Auf orange geht es um die Frage besser und schlechter. Und auf grün geht es um die Frage gut und böse. Und das macht schon einen großen Unterschied, ob ich in einem Diskurs, in einem politischen, einem gesellschaftlichen, philosophischen Diskurs den anderen als Gegner sehe oder als Feind. Ob es mir darum geht, dass ich besser bin, das wäre der orangene Gedanke, als mein Mitspieler, das wäre die sportliche Idee des orangen Vorgehens. Ob ich davon ausgehe, ich habe Recht, mein Gegner ist im Unrecht und ich möchte ihn in gewisser Weise korrigieren, belehren oder zur Wahrheit führen. Das wäre das blaue Vorgehen. Oder ob ich halt grün denke, der andere ist der Böse. Und da wird es natürlich dann gefährlich, weil ich würde mit jemandem, den ich als böse ansehe, anders umgehen, wie mit jemandem, den ich als im Irrtum ansehe. Und da passt halt dieses Gut und Böse rein. Ich habe das in anderen Podcasts schon mal gesagt, ich finde die Lösung, die der christliche Glauben dafür gefunden hat, die finde ich absolut genial und charmant, weil natürlich wirst du dir die ganze Zeit denken, Moment mal, Ralf, also du sprichst doch hier dauernd von Gut und Böse, das sind doch ganz grundlegende religiöse Kategorien. Also ich meine, jeder Mensch, der an Religion denkt, denkt in Gut und Böse. Das stimmt. Und im christlichen Glauben gibt es auch durchaus die Annahme, dass es wirklich böse Menschen gibt. Aber, und jetzt kommt der geniale Trick, die Worte, die da Christus in den Mund gelegt werden, oder vielleicht hat er sie auch selbst gesprochen, sind die schönen Worte, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Also, die wirklich gute Idee des Christentums ist es, wie lösen wir diesen Konflikt zwischen guten und bösen Menschen? Ganz einfach so. Wir sagen, ja, es gibt gute und böse Menschen, aber kein Mensch kann über einen anderen Menschen richten. Kein Mensch kann von einem anderen Menschen sagen, ob das ein guter oder ein böser Mensch ist.
Denn das überlassen wir am Ende dem lieben Gott. Und wir wissen auch, dass Gottes Gnade groß ist. Es könnte also sein, dass jemand, den ich als böse ansehe, am Ende im jüngsten Gericht dann doch Gnade findet vor Gott. Und deswegen ist es besser, wenn ich, jetzt, ich rede von der Theorie, keinen anderen Menschen verurteile. Ja, also es klingt doch ganz vernünftig und vielleicht wäre das für Jung und Kra auch ein ganz guter Ansatz gewesen. Also ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt ins grüne Zeitalter mehr und mehr eintreten, viele sagen, wir sind bereits drin, was hat das für Konsequenzen? Und da gehe ich nochmal zurück zu diesem Gespräch von Jung und Kra und meiner Überlegung, angenommen, die hätten sich verstehen wollen oder angenommen, du würdest dich mit irgendjemand verständigen wollen, der die Welt anders sieht. Also da habe ich jetzt neulich mit einem Bekannten ein Testgespräch geführt. Ich habe gesagt, lass uns doch mal irgendein Thema nehmen, zum Beispiel Klima. Und jetzt fängt es ja schon an. Wenn ich Klima sage, bin ich ja noch in einem halbwegs neutralen Bereich. Aber sobald ich das ganze Klimawandel nennen würde, hätte ich mich ja schon zu einer bestimmten Richtung bekannt, weil eine andere Richtung würde ja lieber von Klimakatastrophe sprechen oder von Klimakrise oder von menschgemachtem Klimawandel. Und wenn ich es richtig böse meine, dann spreche ich vom natürlichen Klimawandel. Das wäre natürlich schon auch ein sehr starkes Bekenntnis. Das heißt, im Grunde müssten wir hier schon anfangen, wenn wir reden, erstmal darüber zu reden, mit welchen Worten wir eigentlich bestimmte Dinge benennen, was die Worte bedeuten. Jetzt wird es sehr semantisch, was aber durch Leuten, die das neurolinguistische Programmieren lieben, die würden sagen, das ist eigentlich nicht schlimm, da machen wir halt ein bisschen Sprachanalyse am Anfang. Nur, und jetzt kommen wir halt zu einem der Probleme des orangenen Zeitalters, des wissenschaftlichen Denkens, des immer weiter Differenzierens, des immer weiter Aufdröselns. Unsere Lebenszeit und unsere Ressourcen sind begrenzt. Wie viel Zeit wollen wir dafür einsetzen? Wie viel Zeit brauchen wir, um erstmal alle Worte zu klären, über die wir uns verständigen wollen? Und sobald wir anfangen mit diesem Spiel, und da verweise ich nur mal ganz kurz auf Foucault und Derrida und diese ganzen Leute aus den 60ern, die sich mit dem radikalen Konstruktivismus, dass sie den entwickelt haben, irgendwann sind wir an dem Punkt, dass wir drüber reden müssen, wie wir überhaupt drüber reden, dass wir also einen Metadiskurs anfangen und dass wir erstmal klären müssen, welche Strategie zur Klärung ist für uns beide überhaupt angemessen zur Klärung. Also dann kommen wir in Schichten über Schichten und also Landkarten von Landkarten und am Ende dann die Landkarten darüber, wie man Landkarten von Landkarten macht. Das hat kein Ende. Du kannst dich zu Tode differenzieren und das ist nur der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn ich mal das Thema Klima als Beispiel nehme, bei Corona und ähnlichen Sachen war es auch so, ist dann ein weiteres Problem, was das wissenschaftliche orangene Zeitalter mit sich bringt und was wir mehr und mehr sehen, das ist die Frage der Datenerhebung. Also wenn du dich noch an Corona erinnerst, da waren dann irgendwann so Fragen wie mit oder an Corona. Dann waren irgendwie so Fragen beim PCR-Test, wie viele Zyklen da getestet wurden. Da waren die Fragen von irgendwelchen Statistiken. Wie wurde das in Krankenhäusern aufgenommen? Wie zählen Zahlen? Jetzt, wenn ich zum Thema Klima gehe, wäre das die große Frage, wo stehen eigentlich genau die Messstationen? Hat sich die Umgebung verändert? Wie wird eigentlich die Temperatur gemessen über der Meeresoberfläche? Klammer auf, über Satelliten, Klammer zu. Wie ist das mit Temperaturen vor 100 Jahren soweit in der Richtung? Und es ist ja inzwischen sogar so, jetzt seit ein paar Jahren, dass selbst bei sowas wie Wahlergebnissen, wo man früher dachte, naja, ist doch ziemlich simpel, da gibt's Wahlzettel und ich zähle halt einfach, wie oft ein Kreuzchen wo gemacht worden ist. Und du weißt auch, dass hier seit einigen Jahren es Fragen gibt, wie vertrauenswürdig die sind. Und da kann ich nur sagen, ich habe als Kind im Familienkreis, im Bekanntenkreis, hatten wir einen, der war Wahlhelfer. Und er hat mal irgendwann so im Nachmittag erzählt, dass das zum Teil wirklich schwierig ist, wenn sie da die Wahlzettel nehmen und die angucken, die zu deuten, weil
Da machen Leute ein Kreuz und merken, ups, das war falsch, und dann kritzeln sie das Kreuz wieder durch und machen woanders ein Kreuz und schreiben sogar manchmal daneben, wie das Kreuz eigentlich gedacht war, und dann kommt das Kreuz irgendwie plötzlich zwischen zwei Kringeln. Also ich fand das super spannend zu merken, wo die analoge mit der digitalen Welt, wo die echte WAKOG-Welt mit der mathematischen Abbildungswelt zusammentrifft, sodass ich da wirklich verstanden habe, dass diese simple Frage, zähl doch einfach die Kreuzchen, in der konkreten Praxis dann gar nicht so simpel ist. Früher war das nicht schlimm, weil man konnte davon ausgehen, dass das Fehler sind, die sich gegenseitig ausgleichen. Das heißt, der eine will vielleicht sein Kreuzchen da machen, macht es versehentlich an der anderen Stelle, aber dafür gibt es einen anderen, bei dem passiert das genau andersrum, sodass es sich am Ende irgendwie ausmittelt. Kann sein, manche Leute behaupten das, dass inzwischen die Fehler, die möglicherweise passieren, eine gewisse Schlagseite haben. Wie dem auch sei, das Problem beim Orangenzeitalter ist, dass wir mehr und mehr lernen, dass wir der Datenerhebung, also den Datensätzen, dieser Stelle, wo WAKOG in Zahlen übersetzt wird, da wo WAKOG in Sprache übersetzt wird, dass wir dem misstrauen. Und jetzt einmal zurück zu den Religionskriegen. Das war ja im blauen Zeitalter so. Also wenn wir uns das heute angucken, worüber die sich damals eigentlich gekloppt haben. Und mit gekloppt meine ich ganz freundlich, die haben sich ja totgeschlagen. Da ging es dann um so Fragen wie, ob während des Gottesdienstes, wo ja im christlichen Gottesdienst dann diese Oblate, die Hostie, gegeben, gesegnet, gegeben und gegessen wird, ist das eigentlich in dem Augenblick wirklich, wirklich der Leib Christi oder ist das nur ein Symbol für den Leib Christi? Und du weißt vielleicht, die katholische Antwort war, das ist wirklich, wirklich der Leib Christi und einmal gewandelt, bleibt gewandelt. Deswegen kommt das hinterher auch in einen Tresor, den Tabernakel, während die protestantische Meinung war, nee, das ist nur ein Symbol und das kann man hinterher wieder einfach zurückpacken in die Brotbüchse. Diese Frage erscheint uns heute so unfassbar albern, dass wahrscheinlich niemand ernsthaft bereit wäre, deswegen irgendwie eine Pistole in die Hand zu nehmen und jemanden zu erschießen, der die andere Meinung hat. Oder die Frage, ob Maria eigentlich leiblich in den Himmel aufgenommen wurde. Also, dass Maria im Himmel ist, da sind sich Katholiken und Protestanten einig. Aber die Frage ist, ob sie wirklich in Fleisch und Blut in den Himmel aufgefahren ist oder auch das nur ein Symbol ist. Ja, darüber gab es Kriege. Und jetzt können wir uns angucken im Sinne eines Modelings, wie wurden diese Kriege eigentlich irgendwann, also was hat sich verändert, dass wir heutigen diese Kriege als albern empfinden? Und ich weiß ja, in Irland gibt es das im Grunde immer noch mit Katholiken und Protestanten. Das lassen wir jetzt mal ganz kurz weg und wir reden mal über die Glaubenskriege, von denen ich behaupte, dass sie wirklich um den Glauben gegangen sind. Und die Lösung ist natürlich ganz klar, dass je mehr sich das wissenschaftliche Denken durchgesetzt hat, das objektive Denken, das rationale Denken, das Denken in Dingen, die wirklich beweisbar sind, die messbar sind, die in Experimenten, in wiederholbaren Experimenten nachweisbar sind, umso klarer war, dass es halt einfach kein wissenschaftliches Messverfahren gibt, mit dem man feststellen kann, was mit dieser Hostie passiert. Oder andersrum gesagt, wenn ich da wissenschaftlich rangehe, dann bleibt das Brot ganz sicher, ganz, ganz sicher. Auch wenn du Katholik bist, muss ich dich in dem Fall enttäuschen, dass mit wissenschaftlichen Testmethoden bleibt das ein Stück Brot. Sodass wahrscheinlich am Ende den Wissenschaftlern im Labor, den Physikern, den Chemikern, den Biologen, wenn die sich miteinander unterhalten haben, es eher egal war, ob der Kollege jetzt Katholik oder Protestant oder Atheist oder Agnostiker oder Jude oder Moslem ist, das war Wurscht, weil der hat Experimente gemacht, der hat Sachen gemessen und man hat sich darauf geeinigt. Und von daher konnte dann das wissenschaftliche Denken, das orangene Denken, diesen Glaubenskonflikt klären und befrieden. Und alle fanden sich in einem neuen Paradigma zusammen, in dem sie eine Einheit bilden konnten, weil es halt nicht mehr wichtig war, ob Katholik oder Protestant. Und die Geschichte ging gut aus. Und jetzt sind wir an einem Punkt, meiner Meinung nach, oder ein Denkvorschlag, wenn ich mir halt angucke, den Dialog, den ich da hatte per E-Mail mit dem einen Hörer oder das Kra-Jung-Interview oder was anderes, was ich dir gleich noch vorlesen werde, ein anderer Kommentar auf dem YouTube-Video, dass wir vielleicht so eine Art neuen Religionskrieg haben, der sich daran entzündet. Ja, so komisch das klingt, was die Fakten sind.
Weil wir haben ja spätestens seit Donald Trump haben wir ja diese wunderschöne Formulierung von den alternativen Fakten und die wunderschöne Formulierung von der gefühlten Wahrheit. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich würde sagen, spätestens seit Corona ist das Ding eigentlich durch, dass wir wissen, dass zwei Seiten, die sich wirklich von ihrer Seite her explizit auf das wissenschaftliche Modell Follow the Science und so weiter beziehen, trotzdem absolut unterschiedlich sein können in ihrer Meinung. Und was mich also gerade in der Corona-Zeit, auch bei Klima geht es mir ein bisschen so, extrem verwirrt hat, ist, das sind ja alles Themen, wo ich zugebe, dass ich als gelernter Kirchenmusiker und jetzt langjähriger NLPler, also weder von Klima noch von Virologie und Epidemiologie ernsthaft Ahnung habe. Also mit jemandem, der sich in den Themen wirklich auskennt, würde ich einen Fachdialog wahrscheinlich drei Sätze durchhalten. Dann würde der mir irgendeinen Satz an den Kopf schmeißen, in dem so viele Fremdworte drin sind, dass ich einfach die Segel streichen muss und sagen muss, keine Ahnung, weiß ich nicht, du hast gewonnen und ich verstehe noch nicht mal worin. Also es ist so albern zu behaupten, ich könnte mir da wirklich im Rahmen meiner Lebenszeit eine fundierte Meinung bilden. Das heißt, ich muss mich da logischerweise auf andere Leute verlassen. Jetzt könnte ich nach der Mehrheit gehen. Das ist eine sehr bewährte Strategie. Andererseits weiß ich natürlich aufgrund meines Geschichtswissens, dass es immer wieder, gerade in der Wissenschaft, Phasen gab, wo die Mehrheit mehrheitlich falsch lag. Weil es einzelne Leute gab, die und das anders sahen und wo sich im Nachhinein herausstellte, dass die recht haben. Also Mehrheitsmeinung, ja, heikel und vor allem dann, wenn beide Ideen, die man hat, möglicherweise zu heiklen Konsequenzen führen können. Jetzt gucke ich mir also an, einzelne Leute, zu welchem Ergebnis sie kommen und dann stelle ich staunend eben fest, dass es da in diesem, zum Beispiel Corona oder Klima oder anderen Themen, gibt es Leute, wo ich davon ausgehe, also dass die mindestens so schlau sind wie ich, vom IQ her, und dass die definitiv vom Thema viel mehr Ahnung haben als ich und dass die in vielen Fällen auch ein paar Jahre vorher, ich bleibe bei meinem Beispiel Corona, also 2, 3 Jahre vor Ausbruch der Corona-Geschichte, waren das international oder national oder auf jeden Fall breit anerkannte Experten mit entsprechenden Titeln und Publikationen und was weiß ich alles. Das heißt, die waren komplett im Rahmen der wissenschaftlichen Community anerkannt. Und dann kommt Corona und die meisten sagen so und einige sagen was anderes und plötzlich wird denen jede Kompetenz und Expertise abgesprochen. Und da denke ich mir halt, also wenn solche Leute, die eben mindestens so schlau und definitiv fachlich kompetenter sind als ich, trotzdem imstande sind, zu abweichenden Meinungen zu kommen, dann würde ich diese abweichenden Meinungen nicht einfach so erstmal von mir weisen, weil der wird schon seinen Grund haben, dahin zu kommen. Allerdings, und jetzt kommt halt mein persönliches Problem, ja, was soll denn ich jetzt entscheiden? Was soll denn ich jetzt bei diesen Themen mir eine Meinung bilden, gerade bei den Sachen, wo ich ja auch eine Alltagsentscheidung treffen muss? Und jetzt gibt's Plan A, ich gehe in einen Glaubenskrieg, ich schließe mich einer Mehrheit an, ich bilde mein Rudel und verteidige mich gegen die anderen und wenn ich noch eins weitergehe, dann würde ich sagen, die anderen sind die Bösen. Das finde ich aber doof. Dafür bin ich zu sehr NLPler und zu sehr Humanist. Das heißt, ich entscheide mich für was anderes. Ich richte mich gemütlich ein im Zweifel und in der Unsicherheit. Darüber habe ich auch mal ein Newsletter geschrieben. Das ist eigentlich ein ganz gemütlicher Ort, Zweifel und Unsicherheit. Also Gunter Schmidt macht darüber oft in seinen Seminaren längere Teile, dass man gerade als Beziehungstyp, der er ist, es sich da gut einrichten kann. Und Michaela Huber, eine anerkannte Traumatherapeutin, die sagt auch in ihren Seminaren, dass eigentlich bei Leuten mit irgendwelchen traumatischen Erfahrungen, die haben Schwierigkeiten, Unsicherheit und Zweifel auszuhalten. Jordan Peterson, den ich auch sehr schätze, sagt ja sogar, dass wir als Menschen angepasst sind auf den natürlichen Lebensraum der Unsicherheit. Also für mich ist das cool, da zu leben im Zweifel und in der Unsicherheit. Aber selbstverständlich ist das so, dass du kannst nur in den Zweifel gehen, du kannst nur in die Unsicherheit gehen, jetzt bezogen auf das orangene Weltbild, wenn du irgendeine Stelle findest, eine andere Stelle, wo du Sicherheit findest. Und da bietet Grün glücklicherweise eine Lösung, nämlich
das eigene Gefühl. Jetzt kommt das Herz ins Spiel. Das heißt, ich sage es mal einen ganz bösen Satz, weil der klingt so abgedroschen, aber ich halte ihn inzwischen wirklich für die Wahrheit. Wenn dir mehrere Wahrheiten angeboten werden, dann nimm die, die sich besser anfühlt. Ja, klingt überraschend, ne? Das heißt, die Entscheidung wäre dann, bei mehreren orangenen Landkarten, die mir angeboten werden, wo ich irgendwann, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, mir eingestehen muss, dass ich innerhalb des orangenen wissenschaftlichen Systems aufgrund von mangelnder Expertise, Zweifel an Datenerhebungen, Unklarheiten, was einzelne Worte und Zeichen bedeuten, das sowieso nicht mehr werde klären können. Wir sind am Ende des orangenen wissenschaftlichen Zeitalters angekommen, am Ende des rationalen Zeitalters angekommen. Ich kann das innerhalb dieses Modells nicht mehr klären. Ich habe keine Lust auf einen Glaubenskrieg darüber. Also gehe ich auf die Position, wie fühlt sich's denn an? Ich achte auf mein Gefühl. Du merkst, das ist ein sehr grüner Ansatz. Aber, und jetzt kommt das ganz, 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 ganz große Aber, jetzt kommt das ganz große Aber. Da kommt jetzt natürlich sofort die Wissenschaft wieder und sagt, ja, mein Gutster, du weißt aber schon, dass dieses Gefühl, was du da hast, diese Meinung, diese Emotion natürlich geprägt ist, dass da ganz viel Biografie drin ist, dass du ein Opfer von Manipulationen, von Nudging und von Ähnlichem bist und das, was du glaubst, frei zu fühlen, möglicherweise gar nicht dein Gefühl ist, sondern von außen hinein manipuliert wurde in dich. Harari schreibt ja auch so schön, dass, also er bringt das konkrete Beispiel, wo er sagt, dass Konzerne wie Coca-Cola und andere das massiv unterstützen, zu sagen, glaube nicht den schnöden Fakten von wegen Nutri-Score und Ernährungsampel, sondern vertraue deinem Gefühl, weil die das Gefühl einfach viel leichter manipulieren können als die Fakten. Da hat Harari recht. Aber jetzt komme ich als NLPler und sage, Moment, da hätten wir was im Angebot. Denn im NLP gibt es einfach als wichtige Methode aus der grünen Ebene sehr bewährte Methoden, das eigene Gefühl zu schulen. Das heißt, wenn ich sage, entscheide aufgrund deines Gefühls, beinhaltet das für mich, sich mit dem eigenen Gefühl auseinanderzusetzen, und zwar ernsthaft. So wie wahrscheinlich es irgendwann eine Zeit gab, wo die Leute sehr religiös waren, gehen ein paar hundert Jahre zurück und irgendwann die ersten orangen Wissenschaftler mit der Idee gekommen sind, wir könnten doch mal auf die Faktenebene gehen, wir könnten doch mal experimentieren und beobachten. Ich habe dir, glaube ich, im letzten oder vorletzten Newsletter schon gesagt, dass der Gedanke der objektiven Naturbeobachtung im Mittelalter völlig gaga war. Da wären die gar nicht drauf gekommen. Das ist ein Gedanke, der kommt aus der Renaissance. Und du weißt natürlich, wenn du dich ein bisschen mit Geschichte auskennst, dass wir mehrere hundert Jahre üben mussten, bis wir im Beobachten, Experimentieren, in der Entwicklung von Messgeräten und so weiter und so fort an einem Punkt waren, dass wir die äußere Welt auf eine Art wahrnehmen konnten, vermessen konnten, dass wir zu vernünftigen Ergebnissen gekommen sind, bis halt dann irgendwann spätestens mit Heisenberg und der Unschärferelation und dieser Idee, dass der Beobachter das mitbestimmt, was er beobachtet, die Zeit halt so langsam zu Ende geht. Und wenn wir jetzt nach Grün gehen und auf Grün dann halt die entscheidende Frage ist, ja, wie fühlt sich das für dich an? Dann bedeutet das für mich nicht ein so, ich sag's mal ein bisschen provokativ, dummes nach innen linsen, ja gut oder nee, schlecht, sondern es bedeutet für mich ein sich wirklich mit sich selbst beschäftigen und das Üben und Lernen, die eigenen Gefühle so wahrzunehmen, dass sie wirklich imstande sind, einen zu leiten und Entscheidungen zu machen. Und ich mache das jetzt seit einigen Jahren und ich merke, ich komme damit ganz gut klar. Ich habe mal irgendwann einen Text geschrieben zum Thema Verschwörungstheorien oder glaube ich auch im vorletzten Podcast nochmal erwähnt. Und gerade bei Verschwörungstheorien geht es mir so, dass ich bei den meisten Sachen, die mir da angeboten werden und aufgrund meines Berufs und der Leute, die ich da treffe, werden mir viele Verschwörungstheorien angeboten. Ich bei so gut wie allen sagen kann, keine Ahnung, kann ich jetzt inhaltlich nichts dazu sagen, wie soll ich da irgendeine Entscheidung treffen? Ich aber bei vielen von diesen Theorien ganz gut abschätzen kann, wie es mir
gehen würde, wie sich mein Lebensgefühl, mein Blick auf die Welt, meine Lebensqualität verändert, wenn ich das glaube. Und in den meisten Fällen muss ich sagen, sie würde sich verschlechtern. Das sehe ich ja einfach daran, dass ich mir Leute angucke, die solche Landkarten verwenden, aber ich das Gefühl habe, ich würde gerne deren Lebensgefühl nicht teilen. Ich hätte da lieber ein anderes Lebensgefühl. Das heißt, an solchen Stellen treffe ich ja die Entscheidung wirklich aus dem Gefühl heraus und nehme das. Und das ist natürlich eine Entscheidungsstrategie, die jemanden, der auf Orange ist, die Nackenhaare sich aufstellen lässt, weil das natürlich komplett irrational ist. Da würde ich sagen, nein, nein, es ist nicht irrational, es ist postrational. Also es ist einfach etwas, was darüber hinausgeht. Und wir sind da ja inzwischen noch angekommen. Ich meine, guck dir an, was Daniel Kahneman geschrieben hat in Schnelles Denken, Langsames Denken. Dass unsere unbewussten, intuitiven Schaltkreise im Gehirn einfach eine durchaus schnellere und andere Art der Informationsverarbeitung haben, sodass, wenn man in bestimmten Gebieten über ausreichend Erfahrung, Input, Mustererkennung verfügt, ist es einfach am besten und am schnellsten, dass man seiner Intuition, also seinem Gefühl folgt, wenn man es geschult hat. Hier ist schon klar, dass das jetzt hier im Augenblick eine voll die Werbesendung für NLP ist, weil das nach meiner Meinung natürlich die beste Methode ist, das Gefühl, die Selbstwahrnehmung zu schulen. Und also wenn ich jetzt, nehmen wir mal so eine Frage wie Corona, Klima, Impfung, rechts, links, AfD und so weiter und so fort. Jetzt gibt es da also irgendwelche Themen und wir beide stellen fest, ja, also auf der Faktenebene kriegen wir das nicht geklärt, weil wir über die Daten uns nicht einigen können, über die Entscheidungsprozesse nicht einigen können, über die logischen Schlussregeln nicht einigen können, über die Worte nicht einigen können. Aber irgendwie mögen wir uns trotzdem vielleicht. Und wie reden wir jetzt? Und dann wäre das Gespräch, ja, wie fühlst du dich dazu? Wie fühlst du dich dabei? An dieser Stelle schließt sich auch der Kreis wieder zum Sixth Step. Also zur guten Absicht, zur subjektiven Wahrnehmung, zu was ist denn dir wichtig? Wie fühlt sich das für dich an? Allerdings wäre jetzt wichtig, dass wir dem Ganzen mit Respekt begegnen. Das heißt, nicht mit dem anderen reden, als wäre irgendwie ein krankes Tier mit einem verletzten Bein. Oh Gott, du Armes, hast du ein bisschen Angst vor Klima und Migration? Sondern das wirklich ernst nehmen und sagen, ey, das ist ein intelligenter Mensch, der ist schlau, der ist gebildet, der hat Lebenserfahrung und der kommt mit den, quasi mit Zugriff auf die Fakten, die ich auch habe, kommt der zum ganz anderen Schluss, zum ganz anderen Ergebnis. Das ist doch spannend. Das ist doch spannend. Wie kommt dieser Mensch zu einem völlig anderen emotionalen Ergebnis? Und inzwischen wissen wir ja auch, dass sich im Grunde aus der emotionalen Reaktion hinterher später die logische Begründung ergibt. Also das will ich doch wissen. Und jetzt hätten wir sozusagen die Gelegenheit, wieder uns im Erkenntnisbereich zu treffen. Wir könnten wieder jetzt Verständnis aufbauen. Nur würden wir jetzt sagen, auf einer rein faktenbasierten Ebene, auf einer orangen, auf einer wissenschaftlichen Ebene, werden wir uns nicht verständigen können. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil wir dafür nicht genügend Zeit haben. Das lässt sich nicht mehr erklären, die Lebenszeit ist zu kurz. Also nehmen wir die Abkürzung und gucken, ob wir es emotional hinbekommen. Und wenn wir jetzt noch einen kleinen Schritt weitergehen, dann sind wir richtig tief in Grün drin. Und da kann ich den Sixth wieder reinnehmen, weil dann wäre das der Gedanke, dass wir uns auf irgendeine Art verbunden sehen, als Teile eines Ganzen, als Teile eines Kollektivs, eines größeren Organismus, wo wir beide sagen, und du, deine Meinung und dein Gefühl sind auch wichtig. Als Korrektur, möglicherweise. Als notwendiger Sand im Getriebe, als dieses Generve, von dem wir inzwischen wissen, dass es, wenn es richtig dosiert ist, gesund ist, weil wir uns auf die Art gegenseitig vom Irrtum, von einem gefährlichen Irrtum abhalten. Ich habe das schon mal ein paar Mal im Podcast hier gesagt, aber es ist mir wichtig, darum wiederhole ich es nochmal. Für mich ist ja das wirklich absolut Geniale an der Demokratie, das Allerbeste an Demokratie überhaupt, dass kein einziger Recht haben muss. Also Demokratie, die ich liebe, ist für mich die Erlaubnis, dass ich mich irren darf, dass ich, wenn es sein muss, auch komplett klafterweise daneben liege, dass ich den größten Quatsch überhaupt verkünden darf. Also so wie in Speaker's Corner im Hyde Park, ich stelle mich da auf so eine Obstkiste,
damit ich nicht auf englischem Boden stehe, und erzähle irgendwelchen Quatsch. Und ich darf das. Und ich darf das wirklich. Das ist Meinungsfreiheit. Ich meine das und ich habe die Freiheit, das zu sagen. Und andere haben die Freiheit, es anzuhören. Aber ganz wichtig, sie haben nicht die Pflicht, es sich anzuhören. Und sie haben, Gottes Willen, nicht die Pflicht, das Ganze zu glauben. Aber nehmen wir an, ich erzähle da irgendwelchen Quatsch auf meiner Obstkiste im Hyde Park. Und ich stelle irgendwann fest, dass die alle nur einfach kopfschüttelnd an mir vorbeigehen. Dann ist das ein gewisses Feedback. Kann aber auch sein, dass ich irgendwann feststelle, dass da mehr und mehr Leute drumherum stehen und ein paar gucken mich vielleicht entsetzt an, aber mehr und mehr fangen an zu nicken. Und vielleicht stehen da irgendwann sehr viele um mich rum, die nicken. Und dann entstehen halt bestimmte Prozesse, die sich auf sowas wie Schwarmintelligenz, Schwarmweisheit verlassen, die halt sagen, dass, ich habe das ja letzte Woche gesagt im Podcast, diese Idee von Immanuel Kant, die mich so fasziniert, ein Einzelner nicht genügend Ressourcen, Lebenszeit, Kapazität hat, um sein eigenes Potenzial voll und ganz zu entwickeln, weil unser Potenzial ist einfach zu groß, dass wir aber als Menschheit, als Kollektiv, als Gruppe gemeinsam das Potenzial der Menschheit entwickeln können. Nur dafür braucht es eben das Gesetz der größtmöglichen Vielfalt. Dafür müssen wir gerade Leute mit abweichenden Meinungen, die Verrückten, die Spinner, die Querdenker, die sonst irgendwas, die müssen wir feiern, die müssen wir mit Freude aufnehmen, wir müssen denen Platz geben, wir müssen denen die Gelegenheit geben, sich zu erklären. Und ich glaube, und damit komme ich sozusagen jetzt zum Hauptthema des Erlebniswochenendes, was am Pfingsten ist, wichtig ist, dass wir das innerhalb eines emotionalen Rahmens machen, der erstmal beim Einzelnen anfängt. Das heißt, du müsstest im Punkt 1 erstmal lernen, deine eigenen Triggerpunkte zu finden, die Stellen, wo bei dir die Emotionen hochschießen, wo die Emotionen dich im Griff haben und du nicht die Emotionen im Griff hast. Das ist ja auch ein Thema auf Grün. Dass es auf Grün unglaublich wichtig ist, zu lernen, mit den eigenen Emotionen umzugehen. Also der Klassiker ist, dass gesagt wird, dass es die Hauptaufgabe der grünen Ebene ist, zu lernen, mit der Angst umzugehen. Aber Angst ist nur ein Beispiel. Es geht auf Grün insgesamt darum, zu lernen, mit Emotionen umzugehen. Es geht darum, jede Stufe erforscht eine neue Welt und Grün erforscht, ich sage das in meinen Worten, die Psychosphäre. Also Grün, das sind die Psychonauten, die sich darum kümmern, die Innenwelt, die Welt von innerer Repräsentation und innerer Emotion zu erobern, erforschen, zu kartieren. Und in dieser Welt sind wir Menschen halt wirklich komplett alleine. Da gibt es keine anderen Wesen außer uns. Und drum sind wir in dieser Welt darauf angewiesen, dass wir uns die Schwierigkeiten gegenseitig machen. Denn nur durch ein notwendiges Maß an Schwierigkeiten wird es da zu einer Entwicklung kommen. Und damit komme ich jetzt elegant übergeleitet dazu, doch noch mal so ein bisschen, was ich eigentlich machen wollte, dir den Newsletter. Es ist ja im Grunde, es ist ja eine Serie hier, wo es darum geht, Newsletter vorzulesen und zu kommentieren. Den Newsletter 344 vorzulesen, den habe ich geschickt am 6. April. Und da geht genau darum, und das ist ja aus dieser Serie NLP-Verschwörung und Wahrheit, wo es darum geht, regelmäßig, also der Tipp von Frau Birkenbiel, regelmäßig Texte zu lesen, die dem eigenen Weltbild widersprechen. Und jetzt lese ich dir mal ein Stückchen vor und dann wirst du verstehen, wie das alles, was ich in dieser letzten knappen Stunde erzählt habe, genau dahin fließt. Das ist der Letter 344 vom Samstag, dem 6. April. Vom Nutzen emotionaler Schwierigkeiten aus der Serie NLP Verschwörung und Wahrheit Teil 3, Untertitel Hegel lässt grüßen. Und der Text geht folgendermaßen. Frau Birkenbiel rät, sich regelmäßig mit Texten zu befassen, die quer zu den eigenen Denkmustern liegen. Schön und gut, aber wofür? Was genau hast du davon, wenn du das tust? Um das zu beantworten, lade ich dich ein, mit mir nach Nürnberg zu folgen. Ich mache da mal eine Klammer auf. Diese Stelle zu schreiben hat mir natürlich besonders Spaß gemacht, da ich ja aus Nürnberg komme. Ich bin ja ein gebürtiger Nürnberger und bin da zur Schule gegangen. Okay, weiter im Newsletter. Nach Nürnberg zu folgen, gut 200 Jahre zurück. Damals war Georg Wilhelm Friedrich Hegel Schuldirektor am Ägidiengymnasium. In dieser Rolle beschäftigte er sich mit Erziehung und formulierte seine Ideen in den jährlichen Ansprachen zum Schuljahresbeginn. In einer dieser Reden vertrat er die Ansicht, Kopf und Herz würden durch Schwierigkeiten bewegt und dafür wäre Schule da. Schule als Ort für absichtliche, geistige und emotionale Schwierigkeiten. Ein faszinierender Gedanke. Aber wofür genau soll
Aber wofür genau soll das gut sein? Die Antwort findest du im Psychografie-Dreieck, genauer gesagt in der Entwicklungslinie. Hegel spricht von Kopf und Herz und da hört der NLPler den Erkenntnis- und Beziehungsbereich. Jeder Bereich nährt den folgenden und bestandene Schwierigkeiten in einem Bereich stärken den nächsten. Vom Beziehungsbereich gehst du aus, wenn du dich mit anderen Menschen emotional auseinandersetzt. Dann erlebst du dich in jeder Beziehung anders und wirst dich auch oft auf eine Art erleben, wie du dich noch gar nicht kanntest. Diese emotionale Achterbahn gibt dir die Gelegenheit herauszufinden, was in dem Trubel stabil ist. Das bist du. So bildest du eine starke Identität inmitten emotionaler Schwierigkeiten und der Beziehungsbereich stärkt den Erkenntnisbereich. An dieser Stelle, auch wenn wir schon eine Stunde voll haben, hake ich mal ganz kurz ein, weil das ist das, worum es mir an dieser Stelle geht. Das heißt, wenn du halt auf Leute triffst, die du erstmal spontan als Deppenidioten und irgendwie Gehirnerweichte, was weiß ich, wie du die gerne nennen würdest, Pappnasen und so ähnlich, abkanzelst, dann ist ja unabhängig von diesen anderen Leuten erstmal so, dass du dich ja aufregst. Also die Emotion, das ist ja dieses schöne grüne Denken mit Projektion und Schattenarbeit. Das heißt, wenn du dich über jemand anderen aufregst, hast ja erstmal du die Emotion. Also du regst dich ja auf. Also bei dir ist ja irgendwas getriggert worden. Und jetzt könnte man das ja erforschen, wieso, warum, weshalb. Also warum triggert mich eigentlich sowas? Also ich behaupte jetzt mal einfach ganz keck, dass wenn heute einer kommt und sich vor dir aufbaut und sagt, so, also in der Wandlung wird die Hostie wirklich zum Leib Christi. Jetzt habe ich es gesagt. Dann kann ich mir vorstellen, dass du mit der Schulter zuckst und sagst, okay, also es würde mich wundern, wenn das bei dir starke Emotionen auslöst. Wenn aber einer kommt und vielleicht irgendeinen Satz über die AfD sagt oder dieses Interview Krah und Jung, da vermute ich mal, dass es Stellen gibt, die da schon viel mehr bei dir emotionale Wellen auslösen und wo das blubbert und sprudelt. Und jetzt wäre halt die Frage, wieso kommt es dazu? Und in diesen emotionalen Schwierigkeiten könntest du dich selbst erforschen. Das wird im Erlebniswochenende der Samstag sein. Die Selbsterforschung auf einer emotionalen Ebene in Kontakt, in Austausch mit Landkarten anderer Menschen. Ich lese weiter im Newsletter. Da geht es folgendermaßen weiter. Vom Erkenntnisbereich gehst du aus, wenn du dich mit anderen mentalen Landkarten auseinandersetzt. Dann erlebst du die Welt aus jeder Perspektive anders und wirst sie auch oft auf eine Art wahrnehmen, wie du sie noch nie wahrgenommen hast. Dieser Wahrheitenwirbel gibt dir die Gelegenheit herauszufinden, was in dem Trubel stabil ist. Das ist die Welt. Dazu Anmerkung, ist ja klar. Also wenn du zwei, drei oder vier Landkarten bekommst, von denen du weißt, dass all diese Landkarten das gleiche Stück Welt abbilden und die Landkarten passen aber überhaupt nicht zusammen, dann könntest du ja durch den Vergleich der Landkarten, was haben die alle gemeinsam, das wäre so eine ganz simple Frage, herausfinden, wie die Welt ist. Okay, weiter im Newsletter. So bildest du ein praktisches Weltwissen inmitten geistiger Schwierigkeiten. Und der Erkenntnisbereich stärkt den Handlungsbereich, da kommentiere ich wieder, wieso stärkt er den Handlungsbereich? Na ganz einfach, je besser du die Welt kennst, umso geschickter kannst du in der Welt handeln. Ich lese weiter im Letter. Wenn du richtig Glück hast, dann erlebst du sogar beide Schwierigkeiten gleichzeitig. Dann regst du dich über einen anderen Menschen auf, wie verrückt der die Welt sieht. Und damit bist du mittendrin in dem, wofür Frau Birkenbiel und Herr Hegel empfehlen, sich regelmäßig auf die Wahrheiten anderer Menschen einzulassen. Du aktualisierst deine inneren Landkarten und hältst deine Persönlichkeit beweglich. Aber fehlt da nicht was? Hegel sprach von Kopf und Herz. Wo ist der Handlungsbereich? Richtig, der fehlt bei Hegel. Den ergänzen wir nächste Woche. Damit Ende der Newsletter und der Podcast. Und ich habe leider den zweiten Kommentar überhaupt nicht mehr angefangen vorzulesen. Wir haben schon über eine Stunde. Das heißt, es gibt schon wieder genügend Stoff für das nächste Mal, wenn es um Hegels dritte Schwierigkeit geht. Und ich vermute mal, dass ich bis dahin wieder so viele Kommentare auf YouTube und sonstigen Kanälen habe über mein Newsletter, dass der Themen kein Ende ist. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat's gefallen und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Dienstag wieder hören in diesem Podcast. Bis dahin, tschüss.